Tag 72. Dann gehen wir mal raus. Guck mal, wonach es aussieht. Sind wir schon da? Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ja, chill mal dein Leben, Junge. War nur eine nette Frage. Na, klettern wir wieder ins Krähennest. Bin diesmal ein bisschen weiter nach oben als gerade. Während des Sturms. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Passiert immer, ne? Immer wenn jemand irgendwo auf Aussichtspunkt steht, kommt das Assassin's Creed Logo. Volle Synchronität in Sequenz 1. Boston 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Nein, genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir, hier entlang. Haltet den Dieb! Nee, für den Dieb interessiert sich keiner. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Alright, Weltkarte öffnen. Genau, die Karte. Da müssen wir hin, Markierung setzen. Komm, Lee, ich überhol dich mal. Muss schneller sein, wenn du mein Schüler sein willst. Komm damit zurück, du Schurke! Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund.
Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Jemand das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. In der Kolonie Pennsylvania kam es zu einem Feuergefecht. Nun, das war interessant. Durchaus, durchaus. Nun gehen wir in den General Store. Und kaufen uns was. Schwerterpistole kaufen. Herr, möchtet ihr? Ja, ich möchte gerne was kaufen. Macht man doch hier oder so. Normale Waffen. Ein Schwert bitte. Und eine Feuerwaffe bitte. Eine Steinschlosspistole. Vielen Dank. Verkaufen kann ich gerade nichts, deswegen... Vielen Dank, auf Wiedersehen. Oh, da wartet schon unser guter Charles. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch, doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Na dann, Charles, zeige mir den Weg zur Green Tavern. Mit egozentrischen Besitzern. Reißt euch zusammen! Dann steige ich mal hier ab, werde aber noch nicht reingehen. Ich werde erstmal speichern, wenn man das hier noch kann. Britische Soldaten interessieren mich gerade aktuell nicht. Sequenz 2, hier ist noch eine Beschreibung. Immer so, Haytham wurde in die amerikanische Kolonien entsandt, um Verbündete zu suchen und eine verborgene Stätte der ersten Zivilisation zu finden. Anjungs verlassen kann man hier Benachrichtigungscenter, Datenbank, eine Option. Oder war das hier nicht mehr, wo man das machen konnte? Aber ja, das konnte man nicht mehr hier. Egal. Ich meine, ich habe ja... Also es war ja gerade das Ende der Mission. Jedenfalls sage ich auf jeden Fall erstmal schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Kommentiert das Video und auch andere Videos, die euch gefallen haben. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Ich habe gerade voll den Sprachfehler. Feedback da. Lasst auf jeden Fall Feedback da, bitte. Und abonniert den Channel, um Teil der Community zu werden und damit meine Community noch größer wird. Hey, what's up? Ja, ansonsten, teils auf sozialen Netzwerken
wenn ihr noch Lust habt. Das geht immer. Jedenfalls sage ich nur noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.